Ich kann 4 herstellen, brauche aber 5. Ach so, Mist. Na gut, kann ich wenigstens einen Steinhocker machen? Das geht. 2 Stück brauche ich. Immer her damit. Dann kann ich die wenigstens schon mal reinmachen. Zack. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche... weiß nicht, wie viel brauche ich denn pro Dings? Okay, da braucht 3 Stück für eine Platte. Na gut, dann müssen wir eh noch ein bisschen warten. Dann gehen wir halt schlafen. So. Gutes Nächtle. Ich glaube, ich muss mir gleich noch mal einen Kaffee holen. Ich schwöre fast alle. Nee, nee, nee. So. Wie weit sind wir denn jetzt? Kann ich es jetzt fertig machen? Bitte? Das wäre sehr schön. Das würde mich echt freuen. Ja, oh, schon wieder. Ich habe kein Holz mehr. Verdammt. Ja. Jetzt kann ich genau 5 herstellen. Das passt doch perfekt. So, das hätten wir zumindest schon mal. Was ist denn hier schon wieder los? Ich habe Post. Und zwar von... achso, Forschungsergebnisse. Hatte ich in der letzten Aufnahme CDs abgegeben? Kann das sein? Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Industrielle Schneidemaschine. Hui. Respekt. Respekt. Okay, mit Merlin reden. Das hätten wir jetzt schon mal. Dann können wir eigentlich auch gleich ein paar CDs noch mitnehmen. In die Höhle gehen und reparieren. Das würde ich halt später gern machen. Sobald ich das Schwert habe. Das macht so enorm viel mehr Schaden als mein Schwert. Das ist schon... das Bronzeschwert fortgeschritten. Ja, also das macht definitiv am allermeisten Schaden. Und das will ich auch haben. Das steht fest. Also das lasse ich mir auch nicht nehmen, ne? Das sehe ich ja gar nicht ein, nicht. So, ein paar CDs noch. Ich habe keinen Platz mehr. Ich glaube, ich sollte erstmal Holz holen. Und dann mache ich gleich noch ein paar Kisten. Was kostet denn der Spaß überhaupt? 15.000. Okay, so viel haben wir nicht. Das ist doof. Erstmal Holz. Immer her damit. Ich brauche mein Holz. Ich brauche mein Holz. Holzi, Holzi, Holz, Holz, Holz. Holzi, Holzi, Holz, Holz, Holz. Holzi, Holzi, Holz, Holz, Holz. Immer her mit dem Holz, Holz, Holz. Ich brauche ganz viel Holz, Holz, Holz. Da auch schon so richtig Holz vor der Hütte, ne? Ich weiß nicht. Mit mir stimmt was nicht, ich weiß. Es ist mir schon durchaus bewusst, dass ich anders bin wie die anderen. Also... oh, wieder ein Levelaufstieg. Geiler Scheiß. So. Gib doch mal her, den ganzen Mist, ja, ne? Ganzen kleinen Kram auch wegmachen, du. Haben wir mal ein bisschen mehr Platz? Das muss ja auch mal sein. Oh, achso. Stimmt ja, es ging ja noch nicht. So. Badam, badadam, badababam, 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 badababam. Hier ist schon wieder überall Tierkaka. Eigentlich ist logischer, erstmal bei mir die Bäume wegzumachen, oder? Was renne ich denn so weit weg zum Holzfällen? Ich hab doch hier alles. Mensch, Mensch, Mensch. So. Ich brauche Holz. Gib mir ganz viel Holz. Ich brauche mehr Holz. Definitiv ganz viel Holz. Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Holzi, Holzi, Holzi. Komm schon, gib her. Bitte.
alle wegmachen, ja. Ganze Mist da. Ganze Grünzeug, ja, das braucht keine Sau. Was soll denn das? Das ist eine Frechheit. So. Hör mal her hier den Spaß, du. So. Man kann es sein, dass das Lama da schon seit der letzten Aufnahme versteckt? War das nicht schon mal? So, jetzt müsste ich aber eigentlich erstmal so einiges haben. So, habe ich jetzt genug Holz? Einmal voll danken, bitte. Der macht noch fleißig, das ist gut. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich noch... Wir probieren es mal aus. Was brauchte ich nochmal hier dafür? Holzbrett, Glas. Nee, dann kann es das auch irgendwie nicht sein, glaube ich. Metallkiste. Das könnte sein. Aber da brauche ich ja auch jedes Mal Bronze und Glas. Wir machen das mal 3 normale Holzkisten. Zack. Ich habe langsam, aber sicher, so wirklich Platzmangel. Also so richtig derbe Platzmangel. So, Nummer 1. 2. So. Jetzt gucken wir erstmal, was ich hier da zusammenmischen kann, oder? Das kann ich rein. Ja, so vom Rest her sieht schlecht aus. Was noch? Das kann hier rein. Harz kann rein. Das habe ich gar nicht, glaube ich, in den Kisten. Vogelnest. Was kann man da draus überhaupt machen? Das Zuhause eines Vogels könnte Dinge enthalten. Ach so, ja dann gucken wir es mal rein, ne? Oh, hier sind noch mehr CDs. Immer her damit. Ja. Es sieht ein bisschen... Na gut, dann machen wir jetzt hier das und rein, das rein, das rein. Kann man das essen? Schmeckt besser als die meisten anderen Fleischarten. Cool. Könnten uns auch langsam mal einen Grill bauen. Das habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Kann das sein? Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Die Raupe kann auch erstmal hier rein. Gut, jetzt gucken wir mal. Was ist denn da drinne? Kann ich nicht gucken. Muss ich so gucken? Eine Feder, aha. Eine Feder und Eier. Nur wo sind meine Eier? Ich sehe meine Eier nicht. Noch eine Feder. Ach, da sind die Eier. Okay, ich habe Federn und Eier. Was ich damit machen kann? Keine Ahnung. Weiß ich selber nicht. So, das machen wir erstmal mit da rein. So. Sieht's denn aus, wie weit bist denn? Ja, ein bisschen braucht er noch, ne? Der braucht auch noch ein bisschen. Junge, 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 Junge. So, Leute. Ich bin gleich wieder da. Versprochen. Ich will nur ganz schnell mir einen neuen Kaffee machen. Also, nicht Wein, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt ein Käffchen geholt. Upsala. Hüppalalala. Die Tasse ist ganz schön voll. Es tut mir leid. Also ich musste ein bisschen schleichen gerade. Aber ihr kriegt das ja eh nicht mit, wie lange es gedauert hat. Ich habe halt die Aufnahme pausiert. Momentchen. Oh, Kaffee ist so ein tolles Getränk, sage ich euch. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich war zwischendurch ja nochmal auf Pipi machen. Ich musste nämlich immer ganz dringend nochmal Pipi gehen. Ja, theoretisch muss ich warten.
Können aber auch erstmal mit Merlin reden. Genau, das wollte ich auch eigentlich machen. Stimmt ja. Mit Merlin reden und ein paar CDs gleich mal abgeben. Vielleicht kriegen wir irgendwann einen besseren Ofen. Das wäre echt nice. Da ist man Garnerz, können wir ja schon sammeln. Nur verarbeiten können wir es leider Gottes noch nicht. Das ist eben das Blöde dabei, ne? Ich will mein Schwert. Ich will endlich mein tolles neues Schwert. Das wäre so toll. So, Merlin, was geht? So, bevor ich mit dir rede, gehe ich aber erstmal zu Petra wegen den CDs. Hi. So. Hi, did you discover something new? Klar. Wollen wir gleich 10 hingeben? Ja, wir That gehen should be 10. Enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we work. Ja, noch 10 habe ich leider nicht. Machen wir normal. The data corruption on these disks are minimal. There should be useful info on them. We'll have something for you by tomorrow. Okay, super. Dankeschön. So, dann gehen wir mal zu Merlin. I took a look at the lenses you've brought. I thought they were guidance lenses or focus lenses used in an ancient AI. But no, they're just eyeglasses. Only different. Okay. Different how? These glasses alter the spectrum of light passing through. I think they were used to fix color blindness in the past. I even put them in frames for you. Oh, das ist aber nett. Color blindness? It's not something we can easily make today, that's for sure. Well, they're useless to me, so you can have them back. If I remember correctly, San was colorblind. You can take the glasses to him. Ah, Sanwa. Das ist eine richtig geniale Idee. Dann kriege ich vielleicht endlich meinen Friseursalon. Leute, der Traum einer Frau wird endlich wahr. Friseursalon. Wo ist er? Sanwa, bist du hier? Ist er das hier? Nee. Doch, da ist er. Warte mal. Ich hab was für dich. What can I do for you, Builder? Guck mal. That's right. But now it's closed because I lost my passion for it. No, no. I found a pair of color blindness correcting glasses. I think your sight might improve if you wear them. Yeah, right. I've tried everything already, mate. Just leave me be. So, stell dich nicht so an. Portia braucht einen Friseur. Genau so sieht's aus. I'll wear it just to get you out of my hair. Ja, ich mein's doch nur gut, Kumpel. Oh my. Did the world always look this beautiful? I don't know what to say. It's too much. This is great. Ja, er kann Farben sehen. How can I ever thank you? I can't believe it. I can do what I love without reservation again. Barbershop, here I come. And I'll tell you what, your next haircut is on me. Ah, ja, toll. Ja, ich krieg einen Friseur. Oh, Sanwa, du bist Hello. Der Beste. I really want to travel to other cities to get some inspiration, like Vega 5, but I hate traveling over water. Goodbye. Ja, bin ich schon gespannt. Geht er jetzt direkt hin oder habe ich das erst am nächsten Tag? Ja, ich glaube, das wird das ab morgen sein oder so. Oder vielleicht ab Montag. Also in diesem Spiel ab Montag. Ja gut, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Ja, wir kriegen unseren Friseursalon. Ist das nicht toll? Was ist denn hier eigentlich? Habe ich hier noch eine Markierung? Tatsächlich, es war eine Markierung die ganze Zeit. Ist ja ein Ding. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon gewundert, was da los? Moinsen! Oh, jetzt habe ich den Fisch schon wieder. Wenn ich das nächste Mal Fisch habe, ich muss unbedingt einen Fisch behalten für die Katze. So, jetzt hätten wir das ja jetzt auch erledigt. Morgen kriegen wir neue Infos zu den CDs. Ja, das ist auch bald fertig. Ja, gut. Aber wisst ihr was, da können wir ja in der Zeit mal schnell einen Fisch angeln. Irgendwo hatte ich ja noch eine Raupe gehabt. Hier schon mal nicht. Hier ist sie doch. So, dann machen wir die CDs aus mal da rein. Dann holen wir mal einen Fisch und mal gucken, ob die Katze da wirklich den Fisch so nimmt, wie es ist. Oder ob die bestimmte Rezepte haben will oder sowas. Weiß ich ja nicht.
Wenn wir den Ofen fertig haben, dann baue ich meinen Grill. Dann machen wir mal lecker Grillfleisch. Na Kumpel, du auch am Angeln? Keine Angst, ich will nur einen Fisch haben. Hoffentlich geht das jetzt auch nicht in die Hose. Komm her, du kleiner. Kleiner Pupa. Kommst du her? Kommst du her? Du kleiner Schlingel. Oh, ein Kaiserseeteufel. Egal, es kriegt die Katze trotzdem. So. Dann wird schon wieder fast dunkel, Leute. Die Tage hier gehen so schnell rum. Das ist Wahnsinn. Das geht verdammt fix. Wo ist denn die Katze jetzt hin? Die ist eben noch da irgendwo rumgelaufen in der Stadt. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Und schon wieder K.O. Wo ist die Katze? Das ist das Schwein? Die Katze war vorhin noch hier unterwegs. Ach, da ist sie ja. Hallo, oh nein, sie schläft schon. Oh, guck mal, eine Kiste. Boah, getrocknete Apfelringe. Woo! Lecker. Schmackofetz. Ja gut, wenn sie schläft, dann lassen wir sie schlafen. Dann geben wir ihr den Fisch halt morgen. So. Mal gucken, wie weit das Zeug ist. Das eine, die Platten müssen ja jetzt eigentlich fertig sein, oder? Ja. Schön. So. Machen wir mal hier hin. Wozu habe ich diese Boxhandschuhe eigentlich noch? Ja. Schön. Ich habe noch einen Ofen. Was? Das ist auch fertig. Ist wunderbar. Kann ich jetzt das mal auftanken? Das sowieso. Eisenbahren war es, ne? Die ich brauchte für das Schwert. Ja, Eisenbahn und Knochen. Gut, dann lass uns mal ein paar Eisenbahnen machen. Ruhig hier volle Pulle. Ah, schön. Schön, schön. So, und am besten machen wir gleich nochmal. Das tanken wir auch nochmal auf. Gleich nochmal volle Pulle. Bronze. So. Hält mir das nämlich auch weg. Wo waren jetzt die anderen? Boah, ich muss hier unbedingt sortieren. Ey, unbedingt. Das ist ja grauenhaft. Ja, ist ja super. Habe ich gar keine mehr gehabt, oder was? Ja gut, dann... Oder ich bin wieder blind gewesen. Das kann natürlich jetzt auch sein. Ah, machen wir sie hier rein. Achso, es ist ja voll. Also hier. Zack. Könnten wir ja mal kurz... Hier sind keine Barren dabei. So, hier sind Barren drin. Dann haben wir hier keine drin. Nee.